Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Zack McCracken. Wir sind in einem Flugzeug und müssen aus irgendeinem Grund die Stewardess loswerden, damit wir den anderen Besuchern hier ihr Gepäck klauen können. Was eigentlich ziemlich, stellt euch mal das vor, wir sind ja einfach nur irgendein Journalist, ne? Wir sind einfach nur irgendein Journalist, der irgendwo hinfliegt, um ein zweiköpfiges Eichhörnchen zu untersuchen. Und jetzt gehen wir hier ins Flugzeug und verstopfen die Spülung, damit wir die Stewardess beschäftigen, damit wir dann den Leuten ihr Gepäck klauen können. Warum? Ich meine, was stimmt nicht mit uns? Okay, benutzen wir hier die Spülung. Benutze Spüle. Nicht mit. Du sollst sie nicht mit irgendwas benutzen. Mann, ey. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich habe die jetzt verstopft. Aber ich kann die nicht anmachen, dass die übergehen würde. Landen wir jetzt schon? Oh. Hoppala. Wir werden gleich landen. Machen Sie sich zum Ausstieg bereit. Oh, das ist aber schlecht jetzt. Da habe ich wohl zu viel Zeit verplempert. Verdammt. Es war eine Freude, Sie an Bord haben zu dürfen. Schönen Tag noch. Oh, oh, da sollte ich mal kurz in unseren Guide gucken, ob da irgendwas steht, von wegen, wenn man das nicht schafft innerhalb der Zeit, dann kann man es nicht mehr schaffen. Inzwischen im Geheimzimmer. Oh baby, I'm a jailhound dog loving meat, tenderizing Rocky in my blue suit. Und was machst du gerade, bitteschön? Ich verehre den König. Ist Elvis the King wirklich? Hör sofort damit auf. Dein Auftrag ist, die Maschine zu bewachen, nicht wie ein Idiot zu tanzen. Verzeihung. Es gibt immer noch eine Chance. Eine sehr, sehr kleine Chance. Dass jemand das skolarische Gerät entdeckt und aktiviert. Das wäre das Einzige, was uns stoppen kann. Natürlich haben wir bereits alles unter Kontrolle und machen uns keine Sorgen. Aber bis dahin, mach gefälligst deine Arbeit. Und jetzt küssen sie sich. Wie du befiehlst, Boss. Bis bald. Don't be cool to my hearted hovel. Just treat my lies, cause I'm all shaken up. So, Leute. F5 Pause. Weil jetzt muss ich das echt mal überprüfen mit dem Flugzeug, weil das war jetzt doof, dass uns da die Zeit ausgelaufen ist. Ist das Ei fertig? Du hast beschäftigt. Deine Ruhe, Gepäckfächer durchsuchen. Eines enthält einen Sauerstofftank, den wir später noch gut gebrauchen können. Außerdem benötigst du vom Lärmplatz vorne das Sitzkissen, um das darunterliegende Feuerzeug mit der Escape-Taste. Kannst du die Flugsequenz abbrechen. Bei späteren Reisen wird sie dann übersprungen, vorausgesetzt, du hast alle nötigen Gegenstände eingesteckt. Na gut, okay, wir haben da noch mehrere Chancen, aber ich muss das nochmal an Bord erhalten, bla. Hinten auf der Toilette lassen wir die Spüle überlaufen. Zuerst mit Klopapier verstopfen. Und drücken anschließend den Rufknopf. Eigentlich habe ich das gemacht, ne? Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Na, ist doch egal. Na gut.
So, dann mache ich jetzt aber erstmal wieder ohne Guide weiter. Erstmal in Ruhe umschauen. Ich will mich ja gar nicht unbedingt zu viel spoilen. Sondern nur, wenn wir gerade nicht mehr weiter wissen. Studenten entdecken Riesengesicht auf Mars. Haben wir schon. Oh, was ist denn hier? Ist vom Flughafen hier. Ist hier im Flughafen mitten im Gebirge und komischer Baum. Mount Rainer. Rainer. Zweiköpfiges Eichhörnchen. Es gibt es also wirklich. Loser Dreck. Oh oh. Das ist nicht gut. Na gut. Was machen wir denn? Wir haben gar keinen Fotoapparat oder irgendwas. Was mache ich denn jetzt überhaupt mit der... Kann ich eigentlich den Tauchanzug auch schon anziehen? Ich meine, warum nicht, oder? Das klappt nicht. Na gut. Achso, warte mal. Zieh an, Taucheranzug. Ja, das geht. Yeah, guck uns an. Sind wir nicht wunderschön? Da ist ein zweiköpfiges Eichhörnchen. Lass mal nachdenken. Was wäre eine gute Schlagzeile? Wie wär's mit zweiköpfiges Eichhörnchen hat zwei Köpfe? Wie wär's mit zweiköpfiges Eichhörnchen greift Boulevardreporter an? Vielleicht zweiköpfiges Eichhörnchen verschlang ganz Seattle und Tacoma. Hey, ist ein zweiköpfiges Eichhörnchen nicht schon Schlagzeile genug? Muss man da noch wirklich? Geheimer Boulevardreporter macht zweiköpfiges Eichhörnchen zum Monster. Gemeiner, nicht geheimer. Ich hasse diesen Beruf. So, jetzt passt auf. Gib Erdnüsse zu zweiköpfigen Eichhörnchen. Es nahm die Erdnüsse und verschwand. Aber dafür sind wir jetzt Freunde, oder? Loser Dreck. Nehmen wir mal den losen Dreck. Da werden ja meine Hände schmutzig. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Benutze offener Werkzeugkasten. Füllen wir den mit Dreck. Damit kann ich nicht graben. Mit einem offenen Werkzeugkasten. Na, kommt auf den Werkzeugkasten an. Ist okay. Mit was können wir denn graben? Da müssen wir jetzt einfach mal schauen. Benutze Goldfischglas. Also mit einem Goldfischglas könnte man einigermaßen graben. Verbogenes Messer. Es ist zu verbogen, um damit zu graben. Verdammt. Benutze Schraubenschlüssel. Ach, tatsächlich. Mit dem Schraubenschlüssel graben wir. Also manchmal macht das Spiel nicht viel Sinn. Uff, das war eine Menge Arbeit. Es ist dunkel. Benutze... Brotkrumen in Höhle. Ausgang. Das klappt nicht. Soll ich einfach mal weitergehen? Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich habe nichts, mit dem ich... Okay, ich gehe einfach rein. Okay, ich glaube, hier ist nichts. Ich höre hier, glaube ich, das Eichhörnchen, aber wenn es zu dunkel ist, bringt mir das nichts. Was ist... Halt! Feuergrube. Gehe zu Feuergrube. Benutze Feuergrube mit. Ah, was könnte ich denn mit der Feuergrube machen? Keine Ahnung. Ich will das nicht da reintun. Was brennt denn? Ich meine, ich habe nichts zum Anzünden, aber was würde denn brennen? Die Tapetenkarte, aber die brauche ich wahrscheinlich noch.
Oh, habe ich die jetzt wirklich da reingetan? Ich hoffe, das war kein Fehler. Shit, naja gut, es passiert. Ich benutze das Messer. Ich will das nicht da reintun. Gelber Buntstift, kleiner Schlüssel, Eye-Cash-Card, Schraubenschlüssel. Taucheranzug, Golfschläger. Brotkrumen, Gitarre. Na gut, es ist Guide-Zeit. 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 Okay. Vom Flughafen in Seattle aus kommst du direkt zum zweiköpfigen Eichhörnchen. Was nun? Mit einigen Items kannst du es töten. Aber das muss nicht sein. Gib ihm einfach die Erdnüsse. Anschließend brichst du den großen Ast ab und beseitigst dann den losen Dreck. Aha. Beziehungsweise mit dem Buttermesser. Das ist anschließend verbogen, aber das macht nichts. Aha. Aber mit dem Schraubenschlüssel geht's auch. Aber kann ich jetzt hier den großen Ast einfach nehmen? Ach. Guckt euch das an. Mit dem wäre es auch gegangen. Naja. Gut, in der Höhle müssen wir etwas Licht machen. Nahe am Eingang hängt ein altes Vogelnest an der Decke, das du mit dem Golfschläger einsammeln kannst. Lege den Ast ins Nest und die Feuergrube am Boden und zünde sie mit dem Feuerzeug an. Ich habe kein Feuerzeug. Das ist das Problem. Ich brauche ein Ticket. Ah, oh, müssen wir jetzt echt erst irgendwo hinfliegen? Nur damit wir ein Feuerzeug aus dem... Oder das Feuerzeug war im Flugzeug, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Höher scrollen. Flugzeug Seattle. Nee, warte mal. An Bord. Erdnüsse. Toilette überstopfen. Toilette überstopfen. Mikrowelle Ei erhitzen. Gepäck durchsuchen, Sauerstofftank, Feuerzeug, ja, Feuerzeug. Dammit, da müssen wir jetzt echt nochmal fliegen. Hey, das ist aber schon gemein, ne? Das ist schon gemein von dem Spiel. Ja, dann fliegen wir jetzt mal nach Miami. Boah, das ist teuer. Fliegen wir lieber nach San Francisco. San Francisco, keine Ahnung. Nimm Sitzkissen. Hey, Sie! Das dürfen Sie nicht. Okay, dann müssen wir jetzt wirklich das Klo verstopfen, dringend. Ich muss ganz dringend das Klo verstopfen. Lass mich jetzt, Stewardess, lass mich! Die Stewardess, ey. Mein Nemesis. Zum Glück haben die nämlich im Gegensatz zu jedem guten Bird Rider keinen Pümpel im Flugzeug. Und somit sind sie machtlos gegen meine Kloverstopfung, die ich gleich verursachen werde. Das kommt davon, wenn man ohne Pümpel aus dem Haus geht. Nimm Klopapier. Benutze Toilettenpapier mit Toilette. Entschuldigen Sie. Ach so, nee. Oh, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht vermasselt. Aber andererseits... Ich habe das Toilettenpapier noch. Benutze Toilettenpapier in Spüle. Okay, aber das könnte die Spüle verstopfen. Benutze Spüle. Nee. Drücke Spüle. Öffne Spüle. Schalte ein, Spüle. Ah, gleich läuft's über. Fantastisch. Muss ich jetzt noch warten oder geht's schon? Ah ja, jetzt. Rufknopf. Öffnen. Die ist jetzt dann beschäftigt, hoffentlich. Oh nein, was für eine Schweinerei. Hm.
Sabotierte Spülung, stranguliert schreiende Stewardess. Benutze Ei Mikrowelle. Die Tür ist zu. Ach, komm schon. Öffne Mikrowelle. Benutze Ei Mikrowelle. Schalte ein Mikrowelle. Ich gehe mal auf meinen Platz. Du. Okay. So. Nimm Sitzkissen. Nimm Feuerzeug. Sehr gut. Öffne das da. Öffne das da. Öffne das da. Nimm das da. Der Besitzer würde das nicht mögen. Öffne das da. Nimm das da. Der Besitzer würde das nicht mögen. Öffne das da. Öffne das da. Nimm das da. Gut, jetzt haben wir hier alles, was es im Flugzeug zu holen gibt. Glaube ich. Genau, jetzt kann ich mit Escape nämlich hier den Flug verkürzen und auf dem Rückweg nach Seattle müssen wir den Flug gar nicht mehr in Kauf nehmen. Oder so. Wir werden gleich landen. Machen Sie sich zum Aussteigen bereit. Sie tölpelhaftes Schwein, denkt sie sich wahrscheinlich. Irgendwie sieht er jetzt, finde ich, aus wie eine South Park-Figur und bewegt sich auch so. Es war eine Freude, Sie an Bord zu haben. Einen schönen Tag noch. Sie Eier... kochender... Eier... Eier... Ticketautomat benutzen. So, jetzt fliegen wir nochmal nach Seattle zum zweiköpfigen Eichhörnchen. Ich hoffe, wir sammeln Meilen oder so. Ein angenehmer Flug später. Tatsächlich, guck, jetzt wird's gleich geskippt. Coolio. Weil wir so awesome sind. Cool. So. Und hier soll jetzt irgendwo ein Vogelnest sein. Halt, da ist eine Feuergrube. Gehe zu Feuergrube. Benutze... Ast mit Feuergrube mit Ast. Okay. Benutze Feuerzeug auf Ast in Grube. Der Ast fängt kein Feuer. Ich brauche etwas zum Zündeln. Hier oben war was. Benutze. Golfschläger mit Vogelnest. Geschafft. Habe ich das jetzt schon? Ja. Benutze Vogelnest mit Ast in Grube. Ast in der Grube. Benutze Feuerzeug auf Nest und Ast. Eichhörnchennest. Das zweiköpfige Eichhörnchen bewacht es. Seltsame Zeichnung. Lies. Sieht aus wie eine halbfertige Zeichnung aus gelben Punkten. Okay, da benutzen wir mal unseren gelben Buntstift. Ich glaube, ich muss mal schnell speichern. Das sieht brenzlig aus. Brenzlig. So. Brenzlig? Noch besser. Blauer Kristall. Nimm blauer Kristall.
in einen Sockel eingeschlossen. Sensor. Benutze Sensor. Das klappt nicht. Plattform. Benutze Plattform. Das klappt nicht. Nimm Plattform. Das kann ich nicht mitnehmen. Na, dann schauen wir mal kurz, was ist. Wir haben hier eine Plattform. Das scheint nichts zu sein. Ein Sockel, ein Sensor, ein blauer Kristall, eine Tür. Ein Sockel, ein Sensor. Soll ich mal mit meiner Fernbedienung drauf zielen? Wenn ich die finde, benutze Fernbedienung. Benutze Sensor. Benutze Fernbedienung. Das geht gar nicht. Soll ich vielleicht mal einfach ganz brachial mit meiner... Wo ist sie denn? Mit meiner Drahtschere versuchen, den blauen Kristall im Sockel eingeschlossen. Genau, benutze Schraubenschlüssel und hau das Podest kaputt. Nee, benutze Plattform. Schalte ein Plattform. Das klappt alles nicht. Warum klappt denn das alles nicht? Leute, wir müssen jetzt für heute eh Schluss machen. Morgen finden wir raus, was hier zur Hölle los ist. Ich bin gespannt. Das wird spannend. Macht's gut.